Ob ihr es glaubt oder nicht, auf 1 PLSD kann man telepathische Fähigkeiten erlangen und ungelöste mathematische Probleme lösen. Die Beweise hierfür seht ihr in diesem neuen Video. Vorab möchte ich noch sagen, dass durch psychedelische Drogen wie 1 PLSD Psychosen ausgelöst werden können, weshalb ich euch vom Konsum abrate, besonders wenn ihr noch minderjährig seid. So eine Erfahrung ist deutlich heftiger, als man es hier in Videos darstellen kann, weshalb viele auf solche Erfahrungen nicht klarkommen. Dieses Video ist lediglich eine dokumentarische Aufarbeitung eines Trips. Ich habe irgendwie gefühlt bei fast jeder psychedelischen Erfahrung einen sogenannten Ego-Dead. Auch bei diesem Höhepunkt hatte ich den Sinn für die Realität komplett verloren. Man konnte nicht mit mir reden, weil ich nicht wusste, was die Wörter bedeuten. Ich ging komplett verwirrt von Zimmer zu Zimmer und starrte auf gewisse Gegenstände. Wenn ich auf einen Teppich schaute, war der Teppich in meinen Augen das Einzige, was die Existenz zu bieten hat. Ich wusste dabei aber nicht mal, was der Teppich für eine Funktion hat. Das kann äußerst angsteinflößend sein. Da ich Höhepunkte in die Richtung bereits öfter detaillierter geschildert habe, kommen wir nun zu dem Teil nach dem Peak des Trips, bei dem wir ein ungelöstes mathematisches Problem lösen. Man hört ja häufiger Stories, dass Wissenschaftler LSD genommen haben, um Probleme zu lösen, oder dass Francis Crick die DNS-Struktur auf LSD entdeckt hat. Wir wollten uns diesen brillanten Köpfen anschließen und nahmen uns vor, ein noch nie gelöstes mathematisches Problem zu lösen. Hierbei entschieden wir uns für die Goldbach-Vermutung, die besagt, dass jede gerade Zahl, die größer als 2 ist, die Summe zweier Primzahlen ist. Obwohl man noch nie ein Beispiel für eine Zahl gefunden hat, wo das nicht der Fall ist, hat noch keiner den mathematischen Beweis aufgestellt, warum das so ist. Hier die Aufnahmen, wie ich als erster Mensch der Welt diese Hypothese beweise. Ist das wichtig? Leute, wir lösen jetzt die Goldbach-Vermutung. Die Goldbach-Vermutung lösen wir jetzt. Das ist sehr gut, Leute. Die Goldbach-Vermutung, denn sie ist sehr leicht. Kann man sie lösen? Kann man die Goldbach-Vermutung lösen? Was ist DNS? Goldbach-Vermutung. Stimmt das, Goldbach-Vermutung? Ist immer noch das richtige Wort? Mal ein Kreis, weil der Kreis kann ein Kreis sein. Wir sehen Dinge. Ich male jetzt etwas. Wir sind Energie. Okay, nein, natürlich habe ich das nicht geschafft. Und im Allgemeinen glaube ich nicht, dass sich solche LSD-Räusche eignen, um irgendwelche komplizierten wissenschaftlichen Durchbrüche zu erzielen. Auch nicht, wenn man nicht so wenig im Kopf hat wie ich. Dass Francis Crick die DNS-Struktur auf LSD entdeckt hat, ist übrigens ziemlich sicher ein Mythos, denn es gibt eigentlich keinerlei Beweise dafür. Francis war ein Freund und Nutzer des LSD, aber LSD hat leider nichts mit der Entdeckung der DNS-Struktur zu tun. Aber immerhin ist es möglich, auf LSD ein Instrument zu spielen. Da ich nicht sonderlich musikalisch bin und die Mittripper mich anflehten aufzuhören, als ich versuchte, was auf dem Schlagzeug zu spielen, musste den Part mein Kumpel übernehmen. Man sieht. Ich bin morgen gespannt, wenn ich das sehe. Ob ich mich wieder reinversetzen kann. Ja, das wird krass, Mann. In die Welten quasi. In die Welten von hier, in die wir heute besuchen werde. Ja, genau. Das wird krass. Aber Musik ist ja auch eine Welt, oder irgendwie? Ja. Egal. Die Musik ist jetzt die Welt, die ich gleich ja. Quasi. Ja, ist es? Ist die es? Ich jetzt verschwinde ja. Mit meinem Rakete. Du machst Musik? Oder mache ich die Musik? Habe ich hier irgendeinen Effekt drauf oder so? Boah! Es ist so krass, ich. Boah! Es ist faszinierend, wie er sich einfach treiben lässt und die Hände scheinbar automatisch spielen. Gespielt von Satans Hand. Das ist Gefühl. Ich
Licht, wir haben uns Licht ausgedacht. Hier sind Sachen. Diese Sachen gebe ich ab an Leute. Was bedeutet es? Ich schaue hier das an. Ich sage nichts. Ich habe die schönsten Zähne der Welt. Hihihihi. Aber sag das bitte nicht weiter, weil das ist geheim. Ich habe das Rezept der Welt. Aber wie kann man eigentlich irgendwas machen, wenn man da so viel Kurze Werbeunterbrechung, ich habe zwei neue nice Affiliate-Links in der Videobeschreibung vom brillanten, kostenlosen Browser-Add-on Honey und von Airbnb, wo ihr sogar einen 25-Euro-Gutschein erhalten könnt, wenn ihr meinen Link verwendet. Checkt das aus, wenn ihr mich supporten wollt. Oh. Hier folgen nun die Videobeweise dafür, dass man auf psychedelischen Drogen telepathische Fähigkeiten erlangen kann. Im folgenden Clip sagen mein Kumpel und ich einfach zeitgleich denselben Satz. Das Denken, das Gegenteil von Bewusstsein. Okay, das Ganze wird weniger beeindruckend, wenn man sich die Sekunden davor anschaut. Da wurde der Satz schon mal gesagt, sodass ich ihn dann easy mitsprechen konnte. Denken, das Gegenteil von Bewusstsein. Ja. Haben wir das gerade gesagt? Das Denken, das ist das Gegenteil von Bewusstsein. Vielleicht gibt 1PLSD einem keine echten telepathischen Fähigkeiten, dennoch fühlt es sich während des Trips so an, als hätte man diese und als würde man mit anderen Personen verschmelzen. Teilweise weiß man direkt, nachdem ein Satz gesagt wurde, nicht mehr, ob man den Satz selbst gesagt hat oder wer anders. Irgendwie kommt es mir vor, als würde ich in der Tschechik gerade genau das gleiche denken. Auch die Reaktion ist quasi irgendwie... Also irgendwie, wieso hast du gelacht? Wieso hast du gelacht? Also ganz ehrlich. Ich weiß es gerade gar nicht. Haben wir gelacht? Hast du gelacht oder habe ich gelacht? Du hast gelacht. Okay, was bedeutet das? Ich weiß nicht. Warum lacht man nicht die ganze Zeit? Manchmal bildet man sich ein, dass man vom Gegenüber gesteuert wird. Kennst du mich gerade steuern? Nee, das bin ja ich. Weil das Gefühl einem so echt vorkommt, wollte ich häufig irgendwelche Telepathietests machen. So, wir müssen jetzt den Telepathietest machen. Oh. Den Telepathietest. Den haben wir doch schon probiert und das funktioniert. Okay, also. Den haben wir ja schon 5-mal gemacht. Okay. Telepathie funktioniert nicht. Okay, aber sie funktioniert ab jetzt. Okay, du sagst. Also, es das heißt ja nicht, dass Telepathie nicht funktioniert, sondern sie funktioniert halt nicht. So wie wir jetzt aber gerade denken, dass... Aber ist Telepathie nicht... Ist Telepathie nicht Existenz? Fühlt sich so erleuchtet an. Es fühlt sich so erleuchtet an. Sind Nein, das war eine Frage quasi. Gibt es Mathematik ohne Menschen? Ja, irgendwie schon, gell? Mathematik ohne Menschen? Gibt es Mathematik... Das ist ja die Frage! Das ist ja die Frage, die man sich immer stellen muss. Gibt es Mathematik ohne Menschen? Was ist der Unterschied zwischen Mathe und Kunst? Gibt's Mathematik Kunst? Ist... Ist mehr Kunst, nein, ist mehr Kunst, das ist entkreativ auch. Ja, stimmt. Also Mathematik sind eine Ideen. Ideen und Strukturen von Ideen. Aber sind und die Neugier, diese Strukturen von Ideen ja, aber zu sind untersuchen. Wir, was sind wir dann? Sind wir eine Idee von uns selbst? Warum ist Existenz nicht einfach nur ein... Haufen Erde? Das kann ja nicht sein. Das haben wir uns schon gut ausgedacht, weil Mathematik ist eine Idee, wir sind eine Idee, weil ist alles nur eine Idee? Alles hängt irgendwie zusammen. Weil wenn ich jetzt sage, hier ist eine Katze auf dem Boden, woher weißt du dann, dass ich nicht recht habe? Wie funktioniert ein Computer? Ich kann ja jetzt rübergehen und diese VR-Brille... sein, dass man... Genau.
Ich kann die aufziehen. Das ist was anderes. Ich mache jetzt den Computer an und dann gehe ich hier drunter und dann ist es dann ist man in einer anderen Realität, aber das ist ja nicht echt. Ja. Was heißt echt? Ja eben, dann ist es ja schon echt. Was ist der Unterschied zwischen alles und nichts? Woher will man wissen, dass das, was man sieht, echt ist? Das weiß man ja nicht. Das weiß man ja nie. Das weiß man noch nie. Ich jetzt sage, hier sagst sind du überall Kakerlaken. Woher wollt ihr wissen, dass das nicht stimmt? Warum weiß jeder, was jeder meint? Weil jeder ist. Alles ist Energie. Irgendwie fühlen und denken ist eins. Ja. Grad. Ja. What? Genau, das ist es, Alter. Nee, aber eben nicht. Die sind immer wieder auf der Suche nach der Wahrheit und die Wahrheit ist, dass wir die Erschöpfer der Existenz sind. Aber Gedankenexperiment. Wie existiert die Katze gerade? Genau, unsere zwei Piloten, aber es... Die gegnen sich gerade, ne? Ja, wir... Strahl der Zeit. Warum hat eine Kamera kein Bewusstsein? Was ist diese Person? Das ist so geil, Mann. Der Rausch hielt genau wie bei normalem LSD circa 12 Stunden an. Konnte ich beim Rausch einen Unterschied zwischen 1P-LSD und LSD feststellen? Nicht wirklich, aber zwischen diesen Erfahrungen liegen viele Monate. Das heißt, selbst wenn es einen Unterschied gäbe, wäre es schwer, diesen festzumachen. Bei dem I könnt ihr die Frage beantworten, ob ihr findet, dass LSD und 1P-LSD den gleichen Rausch haben. Damit dieses Video auch eine Message zum Nachdenken hat, hinterlasse ich euch mit einer sehr tiefgründigen Frage, die wir uns während des Trips gestellt haben. Ja, Leute, ihr müsst euch mal die Frage stellen, was würde passieren, wenn Dick Cheney klettern geht? Was? Was bedeutet das?